So, hallöchen, herzlich willkommen zu FIFA 17. Mein Name ist der Franconia. Wir schauen gleich mal. Manchmal kann ein Punkt so wichtig sein in der Premier League. Alexander hat nicht heute stark an seinen Opa erinnert. Das hatten wir doch schon alles gelesen. Gestern, was war denn los? Okay, ich habe eine Aufnahmepause gemacht, aber trotzdem. So, nochmal hallo, herzlich willkommen. Alter, wie geil. Keine Ahnung. Wir haben zwar erst der Gesamt 70. Wieso der 75? Man weiß es nicht. So, Michael Tyler, Glückwunsch an meinen Klienten Alexander. FIFA Ultimate Team der Woche. Ach so, wie geil. Du warst diese Woche großartig. Schließt verdientermaßen EA Sports FIFA Team der Woche. EA Sports. Zinner Game. So. Finde ich, er hat immer so viele Erinnerungen. Wie gesagt, ich spiele ja schon FIFA seit 1994 durchgehend. Gentlemen, wie wär's heute mit einer Runde Intensivtraining? Nein. Schön, dann legen wir los. Ich habe Nein gesagt. So, beginnen wir. Ich finde, ich habe jetzt heute eine viel tiefere Stimme, viel männlicher, finde ich. Das liegt daran, dass es 5 Uhr in der Früh ist, das ist aber kein Zombie. Darfst du aber kaum sorgen, Alter. Jo. Nein. Sehr schön. Jo. Ei, wunderbar. Ui. Na, left doch, left doch, left doch. Uiuiui, sehr schön. Ein Traum, ein Traum, ein Traum hat er gemeint. Na, läuft doch, Junge, läuft doch. Sehr schön, ja. Exzellentos, Exzellentos. So, was ist das jetzt für Mist? Was? Rondo, spiele hintereinander Pässe auf deine Mitspieler. Ach, ich bin jetzt diesmal im Ballbesitz, ne? Ey, das ist kacke. Oh, leck mich. Jo, Mann, jo. Nein. Sehr schön. Jo, wir haben sogar exzellent. Alter! Lief gar nicht mal so schlecht, ne? Ah, lief echt nicht schlecht, muss ich sagen. So, was jetzt? Was jetzt? Jo, Übersicht, Aggressivität, sehr schön. Hat sich doch gelohnt. Ah, wir sind weiter in der Startelf, freut mich. Und FIFA, der Johnny nimmt sie auch, glaub, langsam das bald Ende, ne? Also wir sind ja, was kommt jetzt? Komm rein. Alex, bleib ruhig stehen, dauert nicht lange. Ich wollte dir nur mitteilen, dass du auf der Tribüne bleibst in unserem ersten FA Cup Spiel. Was? FA Cup-Spiele sind was anderes als das, was du bisher erlebt hast. Es ist ein Tanz auf dem Vulkan und um gut reinzukommen, setzen wir auf erfahrene Spieler. Alles klar?
Ja. Ich bin jetzt auch nicht so, was so im Team so abgeht, ne? Das ist doch jetzt auch total unrealistisch, oder? Oder bin ich blöd? So, gegen Everton spielen wir heute. Oder? Das ist doch total unrealistisch. Wir haben eine starke Leistung gespielt in der Liga. Und wieso sollten wir jetzt nicht im FA Cup ran dürfen? Ah, das ist der FA Cup. Ja! Yes! Sind wir weiter. Yes! Das ist doch total sinnlos, oder? Dass wir da jetzt nicht spielen durften. Und kaum spielen wir nicht, schauen wir 5000 Follower mehr. So, Tottenham, muss ich bitte in die Startaufstellung. Alan Shearer, England hat sich blamiert, jetzt soll die vielleicht die Jugend ran. Wie wäre es mit Alexander oder Guess Walker? Tolle Passgenauigkeit heute von Alexander. Auf dem Trainingsplatz oder wo? So, Sunderland. Wir spielen heute gegen Sunderland, alles klar. Bist du Alex Hunter? Kriege ich bitte ein Autogramm von dir? Was mach ich denn? Na klar, Mann. Weißt du, du bist der Erste, der eins will. Im Ernst jetzt? Danke. Viel Glück beim Spiel. Viel Spaß, Mann. Also das ist doch, denke ich, auch krass, oder? Wenn du, also so als normale, ich finde es ja schon total irre, wenn irgendwie YouTuber, ja, oder Let's Player Autogramme geben müssen. Und das ist auch schon immer, finde ich, immer übelst krass, obwohl sie eigentlich nichts Besonderes machen. Beziehungsweise ich mache ja auch nichts Besonderes. Ich spiele eigentlich nur das, was die Entwickler gemacht haben, ne? Ich spiele ja, was eigentlich tausend andere machen, nur dass ich es halt veröffentliche. Aber deswegen bin ich auch nicht anders irgendwie oder so. Oder was Besonderes, sagen wir es mal so. So, das Stadium wird light. Erst light, dann fresh. So, auf geht's. Oh, wir sind die Fans. Timing war wieder super, Franconia, ey. Das Timing war wieder ein Träumle. So, Obacht. Oh, Sunderland kommt. Sunderland, Schuss. Gut abgeklärt. Ah, nee, oder? Ist Loris bei uns im Tor? Der ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? Das ist doch nicht der Blindfänger, wo wir neulich gehabt haben, oder? Ach nee, das war der andere. Das war der von Newcastle. Oh, schade. Nimm den halt alle die Kugel weg. Uiuiui, gefährlich. Sehr schön. Jo. Jo. Ja, fuck. Shot. Auf, weiter. Was ist das für eine? Nein! Nein! Ich sollte wieder wenig rennen. Uiuiui, vorne ist echt der Schiri. Ja, das machen sie gut. Sunderland fürs Erste. So, Spiel im Fokus natürlich, Alex Hunter. Ja, Träumbissler, Traumbissler! Nein! Nein!
Hopp drauf. Uiuiui, jetzt hat er der Konter. Borini. Sunderland kommt. Obacht. Vorsicht. Klettermuhl. Jo. Nein. Sehr schön. Jo, wieder nichts. Obacht. Schön dazwischen kommen nochmal. Eieiei, Sunderland spielt aber gut mit. Sunderland spielt gut mit. Jetzt kommt die nächste Möglichkeit. Kopfball. Und daneben. Jetzt gibt es gleich nochmal eine gelbe. Rose. Die spielen aber sehr, sehr stark. Sehr, sehr ballsicher, Sunderland. Ach, kaum mal mein Maul zu. Sehr schön. Ja! Ja! Traumtor! Harry Kane! Traumtor! Und was für ein Zuckerschleckle! Yes! Ja! Yeah. Die Spurs führen! Hier nochmal! Alter, was für ein Tor hier! Traumtor! Harry Kane, was für eine Schusstechnik! Alter Schwede, da gibt's nichts zu halten! Für den Torhüter. Und es steht 1-0. Für die Spurs gegen Sunderland. Das war gefährlich. Uiuiui. Das sind aber dann doch immer ziemlich ballsicher eigentlich, ne? Schwer, wie die passen können. Alter Schwede, du. Ja, da müssen wir aufpassen, Freunde. Da müssen wir aufpassen. So, 31 Minuten. Oh, wir haben schon sehr, sehr viel an Geschwindigkeit abgenommen. Ah, da geht er zu weit weg. Jo. Weiter geht's, Männer. Stimmung schon auch ziemlich geil. Hier in Sunderland. Obacht. Borini. Nee, Quatsch. Das sind ja wir. Sauber. Sehr schön. Ja, fuck. Aber es gibt Ecke. Es gibt Ecke wenigstens. Für die Spurs. Es gibt Einwurf für die Ecke. Für die Spurs. Schade. Jo. Ja. Ah. Schlechter Versuch. Ich wollte schon sagen, guter Versuch, aber... Ja, da musst du halt auch anders drücken, ne? Mit der Kameraperspektive musst du halt auch anders zielen. Da muss ich sagen, das habe ich doch noch nicht so raus. So.
ich darf schon jemand einer mal den Ball wegnehmen hier, ne? Ah, das war aber ganz schlecht. Oh, und dann wie sie dieses Zuckerbessler. Junge, die spielen aber. Eieiei, Obacht. So. So, Nachspielzeit 3 Minuten müssten. Nee, haben die anderen. Ja! 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 Nein! Alex! Hat er sich gut durchgesetzt? Hat er sich gut durchgesetzt? Und dann ist das, was ich schon gesagt habe. Doch immer ganz andere Kameraeinstellung. Ach, und das muss es eigentlich sein. Somit steht es nur 1-0 für die Spurs, aber wir sind besser. Achte vor dem Pass darauf, dass dein Kurier anspielt, jetzt vor allem bei Kurzpässen. Okay. Das sollten wir eigentlich nochmal hinkriegen. Was war das jetzt? Nein. Ah. Hetzler. Nein! Hey, es war Rückpass, du Doldi! Mensch, Meier. Ui, Alter, die spielen immer voll scharf. Dann haben sie auf einmal die Chance, dann sind sie auf einmal vorm Tor. Aber dann wird es auch gut abgeklärt, Freunde. Sehr schön. Ah, schade, schade. Dann habe ich Versuch wenigstens, ne? Die Fangesänge sind schon ziemlich geil, ne, muss ich sagen. Ah, sehr schön. So, Freunde der Sonne. Sehr schöner Pass. Ah, müssten wir Einwurf kriegen. Ah, kriegt er sogar noch. Hat er sogar noch gekriegt, Freunde der Sonne. So, den hast du, sauber. Nein! Nein! Ah, wäre ich jetzt durchgerannt, ne? Alter Schwede. Wieder dieser Monsterpass, der ist aber zu weit in der Deutschen. Nein, wieder Sunderland. Über die Außen. Versuchen Sie immer wieder über die Außen. Sauber. So, jetzt mal ab durch die Mitte, aber dann versuchen Sie es wieder über Außen. Wieder nichts, Sunderland. Hat die Kugel. Boah, klasse. Ja, da dürfte man aber auch schon mal drauf gehen, ne?
wieder nichts. Da muss ich sagen, in der zweiten Halbzeit geht das Spiel doch an mir vorbei irgendwie, ne? Substitution for Sunderland coming off the pitch. Number 9, Fabio Borini. To be replaced by. Der war gut. Ja, wenn die nichts draus machen, ey, dann kann ich auch nichts dafür, ey, echt. So, Obacht, das ist eine knappe Führung, ey, das ist eine knappe Führung, dann kommt so ein Lupfer auf einmal daher. Ui, Obacht. Boah. Holla die Waldfee. Holla die Waldfee, hat er gemacht. Etzler. Der Ball verzettelt. Ja, ich habe nicht gesehen, wo die sind hier. Schade. Wow, dann geht er beherzt rein hier. Die Spielweise von Sunderland gefällt mir, obwohl sie ja doch eigentlich sehr. Da rennen wir uns gegenseitig über den Haufen, ey. Das ist wieder der Wahnsinn. Das ist wieder typisch FIFA, ey. So, der Ball wird hoch nach vorne gedroschen. Wird aber doch von den Spurs gut. Erstmal abgefangen. Jetzt gibt er Elfmeter, ey. Ja klar, Alter, faul. Junge. In Deutschland wäre es ein Platzverweis. Darf er froh sein, ey. Darf er froh sein. Alter, der ist ja übelst reingegangen. Alter, spinnst denn du? Da nimmt er ja leichtsinnig eine. Ja! 2-0, die Entscheidung. Jansen, die Spurs gewinnen. Sicher verwandelt, yes. Ja. Sehr geil. So, Nachspielzeit. Minimum 2 Minuten hat er gemacht. Ja, das war's, Freunde. Das war's. Sehr schön. Jetzt ist wieder abseits. Fuck. Ja, da hätte ich aufpassen sollen. Da hätte ich aufpassen sollen. Ja! Ja! Die Spurs gewinnen! Yes! Was sagt der Trainer? Achte auf den Pass, vor allem bei Kurzpässen. Ja, okay, da hat sich dann doch hier gar nichts verändert. Aber ich schau. Oh nein, nein, Spielhüllepunkte. Ich schau mal, wer der Beste war. Kai Walker, okay. Ja, wir sind doch immer unter die Top 3, ne? Also so schlecht sind wir momentan doch nicht. So, was kommt jetzt? Das war ein echt guter Sieg. Siege sind immer gut, ja, würde ich mal aussagen. Siege sind immer klasse. Ich freue mich über den Dreier. Solange wir Punkte einfahren, ist das super, das reicht mir. Was? Mehr Sachen, die da nicht. Ist da euer Ernst, oder was? So, jo, wir knabbern an der 71. Das ist schön. Das ist schön. Ja, aber gegen gutes Team haben wir eigentlich gespielt, ne? So, liebe Freunde, dann lesen wir nochmal kurz geschwind
Was unsere Twitter-Gemeinde sagt, also ich sage jetzt mal Twitter-Gemeinde, so Charlie Wyatt, Tottenham mit dem Sieg, ich freue mich schon aufs nächste Kapitel von Alexander und Gas Walker. Alexander hat ein Tempo am Leib, das glaubst du nicht, 0-2 gegen Sunderland, beziehungsweise 2-0, EA Insider, Tottenham und Alexander holen sich den Sieg, Uncle Di Maria die nächste Dreier, schönes Spiel Jungs, Alexander gut gemacht, Tommy Hendershot. Super, dass Alexander mir nach dem Spiel ein Autogramm gegeben hat. Ah, das gebe ich nie wieder her. Ach, ich weiß. Nationalmannschaft England. Nationalmannschaft mit 0-3 Backel im Testspiel. Ein Abend zum Heulen. Haben es bestimmt im Elfmeterschießen verloren. So, englisches Nationalteam 9 mit einem schwachen Länderspiel. Wenn der Coach nicht bald handelt, wackelt sein Stuhl. Kann das sein? Dass wir dann vielleicht in die Nationalmannschaft gefördert werden mit 17. Ich weiß es nicht. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder bei FIFA 17. The Journey mit Alex Hunter. Macht's gut. Servus, euer Franconia.